Und jetzt aus der Universität des Saarlandes, Olga TV, der Sender im Internetformat. Tja, willkommen zu Olga TV. Unser heutiges Thema: Bachelor- und Masterstudiengänge. Hier begrüße ich ganz besonders unsere Präsidentin, Frau Wintermantel, zu diesem Thema. Recht herzlichen Dank, dass Sie da sind. Mein Kollege Schmeling, wir kennen uns ja schon von diversen anderen Diskussionen. Spezialist insbesondere für Kommunikation, speziell interkulturelle Kommunikation. Und dann Herrn Sand, Chef vom AStA. Ich möchte Sie insofern ganz herzlich begrüßen. Wir haben ja darüber diskutiert, über das Thema an verschiedenen Ecken schon. Sie drei haben auch sofort zugesagt, als ich Sie angesprochen habe. Das Interessante war, es haben eine ganze Reihe von Kollegen wollten nicht mit diskutieren. Das war eigentlich der interessante Teil. So gesehen, recht herzlichen Dank, dass Sie hier sind. Gleich einen Satz noch auch vorab, wenn ich das ganze Präliminarien durchdiskutiert, auch zu meiner Rolle. Ich bin jetzt hier heute nicht nur Diskussionsleiter, ich werde auch versuchen, meine eigene Meinung etwas einzubringen. Wenn das Ganze ein bisschen kontrovers vielleicht wird, aber ich glaube, das sollte auch gar nicht der Fall sein. Zur Einstimmung ein kurzer Film, wo wir mal sehen, was eigentlich die Fakten sind, worüber wir eigentlich diskutieren wollen. Film bitte. Bachelor und Master. Für die Studenten an deutschen Universitäten und Fachhochschulen könnte sich in Zukunft fast alles ändern. Zuerst ein kompaktes, berufsqualifizierendes Basisstudium, das 3 Jahre dauert und mit dem Bachelor abschließt. Wer mag, kann danach in einer zweiten, eher wissenschaftlich orientierten Phase in 1 bis 2 Jahren den Master erwerben. Bachelor und Master sollen die Studienzeiten verkürzen, internationalen Anforderungen entsprechen und praxisnah auf das Berufsleben vorbereiten. Obwohl, tun sie das wirklich? Kritiker sprechen vom Schmalspurstudium, von drohendem Zweiklassensystem und warnen vor einer überstürzten Einführung ohne genaue fächerspezifische Diskussion. So stellt zum Beispiel Universitätsprofessor Klaus Grupp die Sinnhaftigkeit einer flächendeckenden Umstellung auf die neuen Abschlüsse in Frage. Das derzeitige Konzept der Juristenausbildung lässt dafür überhaupt keinen Raum. Für die Wirtschaftswissenschaft ist freilich zu bedenken, dass der Diplomabschluss Tradition hat, dass er allgemein anerkannt ist, auch im Ausland, und dass ein Bachelorabschluss nur dann Sinn machen würde, wenn er sich deutlich vom Fachhochschulabschluss unterscheiden könnte. Bedenken hinsichtlich der praktischen Umsetzbarkeit äußerte auch Universitätsprofessor Gerhard Weikum. Es ist ein Mythos und Irrglaube von Politikern und Bildungsbürokraten, dass dieser Abschluss in den USA beispielsweise standardisiert sei. Alle verwenden dasselbe Label, jeder meint was anderes darunter. Die Qualität reicht von Sub-Fachhochschulniveau bis zu Elite-Unis. Und der Arbeitsmarkt entscheidet letzten Endes aufgrund der Inhalte und der Universität, an deren Abschluss erworben wurde, und deren Qualität. Konkret bedeutet das für uns, dass wir sehr wohl über die Einführung eines Bachelors nachdenken. Wir wollen aber auf keinen Fall mit Fachhochschulen konkurrieren und auf demselben Niveau und in derselben Couleur etwas anbieten, sondern wollen eben einen Bachelor in Klammern Universität anbieten. Ziel muss sein, dort auch nicht einfach nur Etikettenschwindel zu betreiben, indem man Vordiplom plus 2 Semester umbenennt und ein neues Label einfach dazwischen schiebt, sondern dann bestimmte praktische, praxisnahe, berufsqualifizierende Inhalte vorzuziehen, sehr früh im Studium anzubieten und dann darauf zu achten, dass das nicht zulasten der Qualität und des Fundaments für das lebenslange Weiterlernen und die autodidaktischen Fähigkeiten auf wissenschaftlichem Niveau geht. Wie sich die neuen Abschlüsse auf die Berufschancen auswirken werden, kann zurzeit noch niemand mit Sicherheit sagen. Absolventen mit den neuen, noch wenig bekannten Abschlüssen könnten allerdings auf dem Arbeitsmarkt auf Probleme stoßen. Das erläutert Professor Hartmut Janocher an einem Beispiel aus der deutschen Universitätsgeschichte. Wenn ich jetzt lese in der Zeitung der letzten Woche, Überschrift Minister Schreyer, Beschluss ist gut, und etwa den Kommentar lese, die neuen Abschlüsse würden ohnehin die deutschen Universitäten erobern, und da sei es gut, dass wir an der Spitze der Bewegung stehen, will ich nur zu überlegen geben, dass vor ungefähr 40 Jahren eine Universität im Norden Deutschlands gegründet wurde. Diese Universität glaubte auch, sie müsse an der Spitze stehen. Sie wurde über kurze Zeit bekannt als eine rote Universität, und mehr als 20 Jahre haben die Absolventen dort Mühe gehabt, in der Industrie unterzukommen.
Was jetzt hier angedacht wird, ist längst nicht so ideologisch gefärbt wie damals in dieser norddeutschen Universität. Aber wenn es darum geht, dass ausschließlich die gerade Master und Bachelor an der Universität vergeben werden sollen und der Diplom-Ingenieur quasi eingeschränkt werden sollen, steht zu befürchten, dass auch die Absolventen der Universität des Saarlandes, als ein Land, das wenig an Zahlen, wenig in die große deutsche Landschaft, wir haben ja noch einige technische Universitäten, technische Hochschulen, die weitaus mehr Absolventen im Bereich der Ingenieurwissenschaften haben, dass es gegen diese Abschlüsse, die als Diplom-Ingenieur nach wie vor bleiben und fallweise ergänzt werden durch Bachelor- oder Masterabschlüsse, dass es gegen die nicht ankommen wird. Ungeachtet aller Bedenken fackelte die Uni des Saarlandes nicht lange. Hals über Kopf beschloss der Universitätsrat vor 2 Wochen die Einführung der neuen Studiengänge. Allerdings ohne vorher Professoren, Studierende oder sonstige Beteiligte zu fragen. Die daraus folgende hitzige Diskussion fand auf ihren Weg in die Medien. Ja, Frau Präsidentin, brauchen wir diesen Bachelor? Brauchen wir das jetzt? Ist es eine der wichtigsten Aufgaben, uns jetzt mit diesem Thema zu beschäftigen? Eine ganz wichtige Aufgabe für die Universität ist, dass wir unsere Studiengänge modernisieren müssen. Wir wissen, dass unsere Studierenden zu lange studieren, dass wir hohe Studienabbrecherquoten haben, dass unsere Studiengänge im Ausland zum Teil nicht anerkannt werden. Und wir wissen, dass wir einfach im Sinne einer Qualitätsverbesserung unserer Leistungen die Studiengänge ja modernisieren müssen. Im Zuge dieser Modernisierung müssen wir uns auch überlegen, was machen wir denn da eigentlich? Und unser Ziel ist es, diese Studiengänge zu straffen, zu modularisieren, es möglich zu machen, dass gerade an unserer Universität mit einem sehr breiten Fächerspektrum die Möglichkeit besteht, sehr unterschiedliche Wissensinhalte miteinander zu kombinieren, modular aufzubauen und dann bessere Chancen, besondere Chancen am Arbeitsmarkt zu haben. Sie kennen diesen Bologna-Prozess. 29 Wissenschafts- und Bildungsminister haben in Bologna beschlossen, einen europäischen Hochschulraum zu schaffen und damit eben auch die Vergleichbarkeit von Studienabschlüssen herzustellen. Und da spielen diese gestuften Studiengänge eine zentrale Rolle. Sie haben den Vorteil einer größeren Flexibilität, was gerade bei uns, wie ich schon sagte, sehr wichtig ist. Sie haben den Vorteil, dass Studierende ein sehr transparentes Studienangebot bekommen. Und wir müssen eigentlich, und sie haben den Vorteil einer eben dieser Kompatibilität mit anderen Ländern. Es ist richtig, dass wir das diskutieren müssen, dass wir das auf der Ebene der Fakultäten und der einzelnen Fächer diskutieren müssen und im Einzelfall entscheiden, wie wir dann vorgehen wollen. Dass wir diese gestuften Studiengänge haben werden in Zukunft, aber das ist ein längerer Prozess, das ist auch für mich, steht das außer Frage. Herr Schmeling, Ihre Sicht dazu? Es gibt sicherlich jetzt auch einen Stand der augenblicklichen Diskussion Vor- und Nachteile. Ich würde sagen, Stichwort Internationalisierung, das ist eine Zielvorstellung, also die Möglichkeit, mit unseren Abschlüssen woanders in anderen Ländern Erfolg zu haben oder auch während des Studiums zu wechseln. Das ist eine Zielvorstellung, die realistisch ist und die, glaube ich, alle mittragen können. Die Frage dann, inwieweit der Praxisbezug durch diese Struktur besonders hervorzuheben ist, die stelle ich mir. Also ich verstehe das mit einem großen Fragezeichen, ob das nun gerade bei dieser Struktur eine besonders gute Lösung wäre. Da bin ich nicht so sicher. Was die Einrichtung der Studiengänge selbst betrifft, machen wir das bei sich? Würdig. Wann wird es den BA? Eine gute Frage. Da würde ich erstmal drüber nachdenken wollen. Also ich würde noch gerne die Zeit nehmen wollen, darüber nachzudenken. Ja, das habe ich im Vorfeld schon getan, bin ich ja nicht total, wie soll ich sagen, unschuldig nur mit diesem Problem konfrontiert worden, sondern glaube, wir haben in verschiedenen anderen Medienzeitschriften gerade ja davon auch gelesen. Also das müsste ich aber bezogen auf ein Fach wie die Komparatistik natürlich überprüfen können, denn es gibt eben Fächer, die haben keine, oder Studiengänge, die haben keinen zweiten Parallelstudiengang, wie etwa in der Germanistik, wo Staatsexamensstudiengänge ja parallel weiterlaufen werden. Also wenn ein Fach sich sozusagen nur zusammensetzt aus dieser einen Struktur, dann muss man eben schauen, wie sich das auswirkt auf die fachspezifischen Belange. Lass mich vielleicht da nochmal direkt eine Sache nochmal einhaken.
vielleicht bevor dann die Studenten sich nochmal weitermachen. Weil eine Sache ist ja hier gerade andiskutiert worden. So die Idee, es ist ein längerer Zeitraum. Bezieht sich diese Frage des längeren Zeitraums auf die Einführung vom BA oder bezieht sich die längere Zeitraumphase auf die Diskussion über den BA? Das heißt also, Ihre Argumentation lautet eindeutig, also es ist nicht die Frage ob, sondern es ist lediglich die Frage quasi wann und in Anführungszeichen wie. Mein Eindruck ist, dass sich der Zug längst in Bewegung gesetzt hat. Und ich möchte nochmal die Formulierung, die ein Kollege dieser Tage verwendete, sagen, soll sich die Universität an die Gleise kippen? Man muss natürlich das Ganze noch differenzierter sehen. Also ich finde, es ist sicherlich so, dass mit der Diskussion im Bachelor Master die Aspekte der Lehre stärker gewichtet wurden. Das finde ich zunächst mal positiv, dass man sich auch darüber Gedanken macht, wie Lehre besser organisiert werden kann, wie es mehr Anerkennungsmöglichkeiten, Wechselmöglichkeiten gibt. Und das ist sicherlich dann der Fall, wenn man zu einer Modularisierung kommt. Und für mich heißt Modularisierung zunächst einmal, dass man eben bestimmte Module hat, die sich erscheinen, aus Leistungsnachweisen zusammensetzen und die man dann wiederum ihrerseits zusammensetzen kann zu verschiedenen Abschlüssen. Und da bin ich dann der Meinung, da kann es durchaus eine Parallelität geben von Bachelor, Magister, Master einerseits und Magister- bzw. Diplomstudiengängen auf der anderen Seite. Und dann natürlich noch, die ohnehin nicht direkt davon betroffen sind, Staatsexaminer, die aber auch sich aus der gleichen Ressource heraus speisen. Das heißt, dass wir Lehrveranstaltungen oder in Lehrveranstaltungen Studierende haben mit ganz unterschiedlichen Abschlussmöglichkeiten und natürlich auch mit einer leichteren Anerkennung und leichteren Wechselmöglichkeiten. Ich stelle auch die Frage, ob man das auf der Universitätsebene quasi als Entscheidung haben sollte, oder ob man nicht solche Entscheidungen, die ja sehr fachabhängig sind, nicht mehr in diese Fächer hineingeben muss und dort natürlich dann auch diskutieren muss, was passt. Ich will noch auf ein Problem hinweisen, das ich sehe, das können wir aber hier nicht lösen, das ist die Frage des BAföGs. Im Moment endet das ja mit dem ersten berufsqualifizierenden Abschluss und das würde dann dazu führen, dass diejenigen, die einen Bachelor haben, kein BAföG mehr bekommen. Das heißt, das müsste sicher von den Staaten, in dem Fall vom Bund, geregelt werden, wenn er entsprechende Empfehlungen auch gibt, dass das auch reformiert ist. Es darf nicht so sein, dass diejenigen, die nicht jetzt entsprechend über die Mittel verfügen, in Kurzstudiengänge hineingedrängt werden. Aber Modularisierung sage ich ja, aber Ersetzung der Abschlüsse sage ich nein. Ich möchte nochmal dieses Problem der Internationalisierung und der Frage auch der Äquivalenzen anschneiden. Es gibt Fächer, die sind stärker, wie soll ich sagen, fremdkulturell auch orientiert. Dazu gehört einfach, wie das meine, dazu gehört in der Romanistik, gehören bestimmte Fächer, wenn ich das von unserer philosophischen Fakultät spreche. Für die ist es sicherlich gut, wenn sie dadurch eine größere, wenn die Studierenden eine größere Mobilität bekommen, nicht ständig auf auch formale Probleme stoßen bei der Anerkennung von Leistungen. Das möchte ich also nochmal unterstützen, dass das ein ganz wichtiger Faktor ist. Da sind ja zwei Fragen dahinter stehen. Das eine ist wirklich die Idee der Internationalisierung, wobei man jetzt diskutieren kann, wie viele Studenten davon wirklich betroffen sind. Kommt aus Fach an. Das klingt jetzt wirklich sehr stark vom Fach ab. Wenn man Massenfach wie BWL sieht, ist es ein viel kleinerer Teil. Kann man leider von Massen. Nur, wenn ich dann denke, wir haben gerade die Einführung des Credit Point Systems bei uns vor mehreren Jahren, was ja ein erheblicher Aufwand war, genau mit der Begründung gemacht, die uns jetzt quasi noch einmal vorgegeben wird, um das BA einzuführen. Wir können das zurzeit. Das ist für uns überhaupt kein Problem. Und das ist eigentlich der Teil, der mich an der ganzen Sache nochmal hinsam befremdet. Wir sind gerade gegenwärtig bei uns dabei, die Zielsetzung, ich glaube, da haben wir vollkommen Konsens, die wir erwähnt haben, wie nach dem Motto Abbrecherzahlen, Studienzeit etc. Ich glaube, da ist überhaupt kein Dissens, dass wir daran arbeiten müssen, auch Qualität. Das Problem steht aus meiner Sicht darin, dass wir aber jetzt anfangen, nicht die Probleme jetzt erstmal zu lösen. Da sind wir gegenwärtig bei uns dabei. Unsere Ziel muss sein, ein vernünftiger Diplomkaufmann in 8 Semestern mit einer vernünftigen Qualität etc. Das muss unser Ziel werden. Jetzt diskutieren wir gar nicht über dieses Ziel, sondern jetzt diskutieren wir darüber, wie kriegen wir ein BA innerhalb von 6 Semestern. Und das kann es eigentlich sein. Das heißt, die Zielsetzung ist vollkommen kongruent. Ich verstehe noch immer nicht ganz, warum wir diese Ziele nicht in einer Form realisieren, die bei uns, wenn ich jetzt auf BWL nochmal zu sprechen komme, in unserem normalen Diplomkaufmann realisierbar sind.
Die Frage, ob andere Länder das alles so machen, das können vielleicht Sie nachher noch mal kurz beantworten, ob die Franzosen wirklich diese Grand École alle umbauen, auch in mehrstufige Studiengänge etc. Sehr stark differenziert. Ich glaube nicht, dass wir alle machen werden, oder? Werden wir alle machen? Nein, das ist auch, die Franzosen sind sowieso... Entschuldigung, ich muss jetzt sagen, ich habe letzte Woche mit 3 Direktoren der École Normale Supérieure gesprochen und ich habe mir auch deren Unterlagen angeguckt. Die haben Graduate und Postgraduate Ausbildung. Sie haben das. Also obwohl wir immer so meinen, die werden da würden an ihren Systemen. Sie haben das und vieles andere, das meine ich damit. Aber wenn ich vielleicht, ich wollte jetzt nicht unterbrechen, Herr Scholz, wenn Sie die Eckdaten unseres Universitätsentwicklungsplans sehen würden, dann würden Sie sehen, dass dort drin steht, die Verbesserung der Qualität der Lehre als eines der wichtigsten Ziele der nächsten Jahre der Universitätsentwicklung, die Modularisierung, die Qualitätssicherung insgesamt. Und da müssen wir dran gehen. Und dieses sehe ich ganz genauso. Und wir müssen dieses ECTS einführen, das ist ganz klar. Aber wenn wir anfangen, an die Studiengänge dran zu gehen, dann wäre es doch eigentlich auch pragmatisch sinnvoll, wenn wir sozusagen alle Empfehlungen, die jetzt in der Vergangenheit bis zum Oktober 2001, alle Empfehlungen, die vorliegen, warum sollten wir sie nicht aufnehmen? Warum sollten wir nicht in diese Richtung denken? Warum sollten wir jetzt nicht uns diese Möglichkeiten zunutze machen? Und nochmal, was mich irritiert an dieser Diskussion, ist so diese Vorstellung, als wäre das ein Einheitsschema, diese Bachelor-, Master- und Doktorstudiengänge. Auch das, was Herr Sand so sagt, also wir sollten eine große Variabilität haben. Ich sehe das ganz genauso, diese Flexibilität und Variabilität ist aber gerade das, was in diesen Empfehlungen zu diesen 3-stufigen Studiengängen gerade gewährleistet ist. Das heißt, die Ausarbeitung, die Ausgestaltung, die Konkretisierung liegt in unserer Hand, in der Hand der einzelnen Fächer. Und es ist völlig richtig, was Sie sagen, Herr Sand, dass das auf Fächerebene natürlich diskutiert werden muss. Und wie gesagt, ich bin schon der Meinung, dass wir im Augenblick in der Diskussion nicht den Fehler machen sollten, uns einfach also Widerstände aufzubauen, bloß weil jetzt das so aussieht, als sei das von oben vom Universitätsrat verordnet worden. So sollte das nicht gesehen werden. Man müsste das mal beiseite rollen und offenen Auges und auch an diese Sache dran gehen. Vielleicht noch einen Punkt zu dem, was Herr Sand sagt. Die Sache mit dem BAföG sehe ich auch als wie insgesamt die Frage der Finanzierung des Studiums insgesamt als ein großes anderes Problem an. Man sollte aber nicht also sozusagen das Ganze ablehnen aufgrund der derzeitig ungelösten Situation. Die Finanzierung des Studiums, da sehe ich auch, da müssen wir... Also das ist ein Problem, auf das ich halt hinweise, weil wir das einführen, haben wir das System ja erstmal und dann müssen wir gucken, wie der Bund reagiert und insofern wäre es für mich sinnvoll, dass der Bund sich dann erst drum kümmert. Ja. Wir können dann natürlich auch als ein weiteres Angebot in diesem System meines Erachtens Bachelorstudiengänge einführen. Nur dann muss wahrscheinlich in jedem Fach überlegt werden, wie baue ich das auf. Der Bachelor, wie wir ihn oft verstehen, ist ja ein sehr verschultes System. Mit sehr vielen Prüfungen, mit sehr vielen Klausuren. Das ist ja nicht unbedingt vergleichbar mit dem bisherigen Magisterstudiengang. Und auch wieder eine andere Art als der Diplomstudiengang. Und das wird sicher eine Frage sein, über die man diskutieren will, wie sehr will man auch das inhaltlich verändern. Und hat möglicherweise ganz andere Formen von Studium am Ende. Und ob das dann wiederum wünschenswert ist. Von daher, wenn ich einmal dafür plädiere, für Vielfalt, dass man sich überlegt, dass man vielleicht parallel in allen Studiengängen das jetzt auch forciert, aufbaut und mal überlegt, wie funktioniert das und dann mal das Wahlverhalten abwartet. Ich gebe die Antwort ja nicht vor, aber ich sage, das ist eine gewisse Vielfalt. Das ist eine super Lösung. Dann haben wir auch eine Lösung hier gefunden, die gefällt mir. Das ist ja nicht, dass unsere Präsidentin vorschlägt, dass wir das auf jeden Fall tun, wir nur noch überlegen, wann wir es tun. Es sollte auch nicht der Eindruck erwecken. Ich meine, Sie haben hier eine Liste mit den Leuten, die dafür plädieren. Ich könnte Ihnen genauso eine Liste plädieren von Leuten, Gremien, die dagegen votieren. Es gibt sehr viele Argumente, die zurzeit ganz krass dagegen stehen. Ja? Die Idee, was passiert mit den Leuten, die nicht zum Master kommen, sondern nur mit Bachelor aufhören, die werden am Arbeitsmarkt zweite Klasse sein. Ist eindeutig. Präsident, da gibt es natürlich genug, die nach der Zwischenprüfung auch das Schiff verlassen. Aber dann sollte unsere Zielsetzung nicht sein, diese zwei Klassen zu forcieren, sondern sollte sein, genau was Sie einleitend erwähnt haben, dann sollen wir eben dann gucken, wie kriegen wir die Abbrecherquoten runter, wie können wir über sowas nachdenken. Ja, das ist doch immer ein differenziertes System. Nur, Präsident, unser Problem wird sein, dass wir jetzt anfangen, unsere Ressourcen
die ja nicht unbegrenzt sind. Auch die gestalterischen Ressourcen sind ja nicht unbegrenzt. Wir haben uns jetzt damit beschäftigt, die Credit-Konten einzuführen. Das hat einen riesen Aufwand. Da haben wir über vieles andere nicht nachgedacht. Jetzt sind wir bei uns dabei, bestimmte andere strukturelle Veränderungen vorzunehmen. Da müssen wir drüber nachdenken. Und dann sollen wir noch irgendwie Wirtschaftsinformatik einführen. Auch noch irgendwie zusätzlich. Dann sollen wir irgendwie noch Studenten vernünftig ausbilden. Kommt auch noch zusätzlich. Das heißt also, das Veränderungsvolumen, das zurzeit von uns abgenannt wird, auch für die nächste Zeit, steht aus meiner Sicht in keiner Relation zu dem Gewinn, den wir durch diesen Bachelor kriegen. Es gibt, wohlgemerkt, wir sind die ganzen Argumente durchdefiniert, die kennen Sie genauso, nach dem Motto, das ist eigentlich nur vorgeschoben, um das Massenproblem zu lösen. Präsident der Humboldt-Universität, die SU-Präsident, also jede Menge Leute, auch Gremien, die ganz krass anders argumentieren. Denn auch das Argument, dass das in den Ländern so einheitlich gemacht wird, Österreich wird zum Beispiel teilweise den Diplomkaufmann jetzt ein. Ja, also das heißt, in Österreich wird das Diplomkaufmann teilweise eingeführt, also eine ganz andere Argumentation. Und wir haben die Idee, in Bildern sprechen. Ich hätte persönlich überhaupt kein Problem, wenn in Deutschland nahezu alle Universitäten auch Bachelor-Diplomen steigen, und wir bei uns in Saarbrücken im Bereich BWL den klassischen Diplomkaufmann Saarbrücker Schule, der ein eingetragenes, fast schon Label eigentlich ist, anbieten und dann uns natürlich überlegen, wie wir durchaus den Transfer international schaffen. Den können wir auch so schaffen. Und mit den Credit Point und ECTS bedeutet ja nicht zwingend, dass wir Bachelor-Diplom einführen. Die zwei Sachen sind ja nicht zwingend gekoppelt. Das kann man losgelöst, oder? Richtig, ist völlig richtig. Ja, natürlich. Das heißt, die Ziele, die Sie genannt haben, und ich glaube, dazu sind Sie voll im Konsens, also da sind wir alle dafür, aus meiner Sicht können wir die Ziele, die Sie mit Fug und Recht in Forderung gesetzt haben, auf der Eckplan ja irgendwie in Eckwerten, immer wieder betonen. Die Ziele kriegen wir mit dem modifizierten Diplomkaufmann besser geregelt, und der Umstellungsaufwand bis hin zu der Qualitätsverschlechterung. Und die meisten Kritiker vom Bachelor-Degree im Bereich BWL kritisieren, dass das also quasi ein Schmalspurstudium wird, dass also das Level runtergefahren wird. Und vor dem Hintergrund haben wir aus meiner Sicht durchaus die Möglichkeit, und da sollten wir wirklich drüber nachdenken, wir müssen nicht jedem Zug hinterherlaufen. Und wenn wir ein eigenständiges Modell definieren, einen vernünftigen Diplomkaufmann mit einer vernünftigen Prägung, verstehe ich nicht, warum wir diese Chance eigentlich nicht kriegen sollten. Ich sehe derzeit in einigen Fächern sehr, sehr große Vorteile, gerade in der philosophischen Fakultät, in diesen Magisterstudiengängen. Ich sehe sehr große Vorteile für unsere Universität, Synergien herzustellen, die kleinen Fächer wirklich also zurechtkommen zu lassen. Ich sehe sehr große Vorteile in dieser Kombinationsmöglichkeit, gerade für unsere Universität. Und ich sehe einen ganz wichtigen Punkt, dass wir im Zuge der Internationalisierung weitermachen müssen. Wo ich schon meine, wir müssen in die Diskussion einsteigen. Und wir sollten den Kopf klar kriegen, wir sollten weder Vorurteile gegen irgendwelche Labels haben, sondern sollten gucken, welche Modelle geben uns wirklich am meisten Freiheit, am meisten Flexibilität und die besten Möglichkeiten zur Profilierung. Was wir machen müssen, ist, wir müssen uns unsere Universität fit machen. Wir sind eine Universität mit begrenzten Mitteln, wie alle Universitäten. Ich möchte nur sagen, wir sollten wirklich daran gehen, unsere Studiengänge zu modernisieren. Und was ich versuchte zu sagen, ist, dass diese Dreistufigkeit sehr, sehr viele Vorteile bietet. Wenn im Einzelfall in Fächern im Zuge der Profilierung massive rationale Argumente auf dem Tisch stehen, dann müssen wir darüber diskutieren. Sie sagen, die Profilbildung ist leichter, wenn wir das machen, was die anderen machen. Die Profilbildung, das ist eine schöne Rhetorik, Herr Scholz. Sie haben eigentlich gesagt, und das ist ja auch leider die fatale Diskussion, die wir gegenwärtig haben. Ich sage auf der einen Seite, dass wir Unternehmen, die müssen sich zu einem gewissen Maße, und da gebe ich Ihnen auch voll recht, natürlich in gewisse Eckdaten eines Marktes anpassen. Das ist vollkommen klar. Das heißt, man kann nicht konträr gegen den Markt laufen. Das würde aber voraussetzen, dass wir wirklich wissen, dass der Markt hundertprozentig in diese Richtung läuft. Das heißt, der Markt also wirklich von uns sagt, unsere Absolventen als BA schneiden besser ab als Diplomkaufmann.
Und da bin ich mir nicht so ganz sicher. Was ich sage, ist, dass wir die Profilierung brauchen, dass wir die Qualitätsverbesserung brauchen, dass wir dringend durch unser Profil tatsächlich auffallen, dass unser Profil Menschen attrahiert hierher. Und was ich gesagt habe, dass wir eine Reihe von Vorteilen haben, wenn wir uns diesen neuen Modellen anschließen. Was ich aber auch gesagt habe, dass wir das nicht vom Knie zerbrechen können und auf keinen Fall sozusagen, ja, generell als Vorgabe von oben nehmen dürfen. Aber bei unserem Fächerspektrum, bei unseren Möglichkeiten, wir sind ja, das Fächerspektrum ist irgendwie so geworden, historisch, wie es jetzt ist, gekennzeichnet durch viele kleine Fächer in der philosophischen Fakultät mit Höchstleistungen in diesen kleinen Fächern, aber nicht mit der Kraft sozusagen dort Diplomstudiengänge oder was weiß ich was, so einheitliche große Studiengänge zu haben. Enorme Möglichkeiten mit einem Bachelor- und Master-System. Das mag in der Betriebswirtschaftslehre anders sein. Bei den Juristen haben wir eben gehört, sieht es nochmal anders aus. In der Medizin geht es sowieso nicht. Wir müssen auf der Fächerebene diskutieren. Aber was wir erreichen müssen, ist natürlich eine hohe Qualität unserer Leistungen nochmal und eine hohe Qualität oder eine Überzeugungskraft unseres Profils. Aber ich denke, man muss eben sehen, dass unter dem Bachelor sich halt ganz verschiedene Dinge verbergen. Das hat auch Professor Weikung ja eben in einem Beitrag gesagt, und dass eben gerade nicht so ist, dass man nun sagen kann, wenn wir den Bachelor haben, ist es genau dasselbe wie alle anderen Uni oder alle anderen Hochschule. Das letztlich kommt es natürlich auf die Inhalte sehr stark an. Und wie man das dann, und dann muss man diese Inhalte koppeln mit dem Abschluss und das dann wiederum nach außen tragen, was man quasi als Angebot hat. Und da bin ich dann eben der Meinung, muss es wieder individualisiert sein. Also das heißt, dass man sagt, in dem Bereich ist es so besser, in dem anderen Bereich vielleicht so, in einem Bereich ist es kombinierbar. Ich glaube, wir haben nochmal keinen Dissens in dem Ziel. Was nicht nur, ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir alle möglichen Ziele, zu denen wir einen Konsens haben, eigentlich alle jetzt irgendwie in diesem Etikett nur mit BA. Ja, aber es ist im Gegenteil so. Hier wird argumentiert, wir haben lauter schöne Ziele und die können wir auch ohne BA und MA realisieren. Das ist die Diskussion. Und dann muss ich sagen, da wir im europäischen Einigungsprozess diese Empfehlung haben, einen europäischen Hochschulraum zu schaffen mit dreigestuften Studiengängen, ja, warum sollen wir das denn nicht gleich so machen? Die Diskussion ist nicht die, es geht alles mit BA und MA, sondern die Diskussion von Ihrer Seite ist die, wir können das alles machen, aber dazu brauchen wir nicht die dreigestuften Studiengänge. Schließt sich ja nicht aus, glaube ich. Also die Modularisierung ist sowieso bestritten, wenn ich es richtig sehe. Dann sage ich dann, was man mit den Modulen machen kann. Dann sage ich halt, man kann Module zu bisherigen Abschlüssen zusammenbauen, man muss die auch zu neuen Abschlüssen zusammenbauen können. Man kann in verschiedenen Varianten praktische Module einbauen als Wahlmöglichkeit. Dann geht es sowohl in Magister als auch in Bachelor-Master-Studiengängen. Das ist halt dann eine Frage, wie offen ich Studienordnung gestaltet, dass sie trotzdem noch eine gewisse Verbindlichkeit haben müssen. Das ist ja unbestreitbar. Aber dass ich eben vielleicht solche Wahlkomponenten mit einbauen kann. Mhm. Und dann habe ich am Ende sozusagen ein individualisiertes Bildungsprofil. Ich glaube, die Tendenz geht sowieso in diese Richtung, dass man sagt, der Student, die Studentin hat das und das studiert mit dem Abschluss und hat im Rahmen seines Studiums diese Schwerpunkte gemacht, vielleicht Praktika gemacht. Und das ist dann letztlich das, womit ich mich auch irgendwie bewerbe oder womit ich mich dann positioniere. Also dieses ganz gleichförmige, ich glaube, das ist sowieso eine Illusion. Eine technische Frage in Bezug auf, wir müssen von Hypothesen ausgehen, angenommen, es soll in einem bestimmten Zeitraum diese Umstellung geschafft werden. Was passiert mit den Studenten, die angefangen haben zu studieren nach dem alten System? Da gibt es ja wahrscheinlich auch irgendwie eine Spanne von 5 Jahren ungefähr, dass wir auch juristische Anspruch haben, weiter zu studieren, so dass wir auch in unseres Zeitschema das einbeziehen können. Ja, wir sollten so nicht damit nachfinden. Nein, in dem Fall, würde ich sagen, also da haben wir die Allianz jetzt. Also ich bin ja Mathematiker. Sie haben Mathematiker und auch keine Fragen. Ne? Okay, ich glaube auch mal auch sein. Nein, ich glaube, dass das auch deswegen wir da. Nee, ich glaube, dass das auch nicht der Punkt ist, dass wir da, da hat immer Regelungen gegeben. Ich glaube, dass das auch juristisch sicherlich nicht der Problemfall sein dürfte. Ob man sich damit abfindet, weiß ich noch nicht. Wir haben leider nicht genug Zeit, das nochmal auszudiskutieren. Vielleicht können wir das noch irgendwann mal vertiefen. Ich würde mich freuen, wenn wir nochmal die Chance haben, das vertieft zu diskutieren. Ich danke meinen Gästen hier im Studio. Ich danke unseren Zuschauern. Ich würde mich freuen, wenn wir alle wirklich erstmal Zeit haben, darüber nachzudenken, ob wir das wirklich alles so machen müssen oder ob wir nicht andere Wege finden. Und hoffe vor diesem Hintergrund auf eine weitere produktive Diskussion. Recht herzlichen Dank. Ja.